Soll man doch nicht von außen an diesen Mund-Nasen-Schutz hingreifen. Und da haben sie es schon. Mund-Nasen-Schutz, da sind Zischlaute drin. Ja. Und so ein Zischlaut, der beschleunigt ja die Tröpfchengeschwindigkeit ungeheuer. Das ist sehr gefährlich. Sehr gefährlich, muss man sich was anderes eifern lassen. Ja, man kann zum Beispiel probieren, ob mit den Augen ein bisschen was geht, wenn schon die Hälfte vom Gesicht weg ist. Oder man setzt sich vor eine Kamera, muss man ganz, ganz nah hingehen. Naja, live war eigentlich immer was anderes. Vielleicht ist es das jetzt, die neue Realität. Schauen wir mal, dann sehen wir es schon. Gut, hat auch Vorteile. Ja, also schauen Sie, ich sitze jetzt hier in meiner Küche. Ich sitze sehr gerne in meiner Küche, auch längere Zeit. Und man beachte meine Bräune. Ich habe einen Balkon, ich bin auch nicht von diesen Glücklichen. So eine Farbe hätte ich im Keller drunten nie bekommen. Wäre vielleicht gesünder gewesen. Naja, aber ist jetzt egal. Weiterer Vorteil ist, man muss jetzt Kontext mehr lernen. Man kann so dahin plaudern und ich kann in die Dinge, die ich sage, Zischlaute einbauen, so viel ich möchte. Ich spuck niemanden an, nicht einmal, wenn ich ganz, ganz nah hingehe. Aber ich würde schon gern einmal wieder richtig live Zischlaute jonglieren. Aber bis dahin, bleibt's gesund. Ciao dabei. Pfiat's euch. Tschüss. Servus.